bekommt hier 13.166 und wie du schon angedeutet hast, setzt sie sich damit auf Platz 1. Und hier sehen wir Lia Monika Fontaine. Eigentlich ein sehr schöner Sprung wieder in Geschenko mit Traube, aber auch hier zu viel Seitendrehung und dann muss sie ein paar Schritte nach hinten machen. Ja, das ist im Wettkampf auch so eine Sache. Man hat ein bisschen mehr Energie, weil man aufgeregt ist meistens. Und das muss man natürlich auch kontrollieren. Und gerade im Juniorenalter heißt es da Erfahrung sammeln, mit der Energie irgendwo zu kontrollieren und eben nicht zu überpräsen. Also. Kommt 12,80 für den ersten Sprung. Jetzt noch eine halbe Schraube mehr. Ah, sehr gut. Muss hier ein bisschen kämpfen, aber das ist kein einfacher Sprung. Jutschenko mit anderthalb Schraube. Wurde auch ordentlich angefeuert. Ja, aber bisschen tiefe Landung, genau. Aber gut gerettet.